Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Legend of Zelda The Wind Waker DHD Version. Und wir sind, oder nee, besser gesagt, wir haben den Terra-Tempel betreten und sind hier mit Melody Toller oder wie es auch heißt, auf dem Weg, uns hier durchzubauen, um die Kraft des Masterschwerts wieder aufzutanken. Und sind letzte Folge den unbesiegbaren Schleim begegnet, den wir jetzt hier nochmal weiter versuchen zu bekämpfen. So, du gehst mal da oben in Sicherheit. Und wir werden uns jetzt hier mit. Da ist er. Der unbesiegbare Schleim. Aber der ist nur mit Licht zu bekämpfen. Oh, da ist noch grüner Schleim. Den können wir bekämpfen. Und auch nochmal roter Schleim. Die sind easy. Die sind keine Angst haben. Aber vor denen, weil die unbesiegbar sind. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schämt euch. Aber ich zeige es euch. Da seht ihr. Nichts können wir machen. Aber ich habe eine Idee. Seht ihr da oben? Da sind so leichte Lichtornamente. Und ich denke mal aus, dass man die mit Feuerball wegschießen kann. Ja. Und dann haben wir Licht. Da, 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 da. Guck mal mit hier. Wenn ich die jetzt ins Licht ziehe, da passiert genau. Das. Man kann die so nehmen. Aber die. Nein, nein, nein. Und gegen die Wand werfen. Okay, das hatte ich mir besser vorgestellt. So, komm mal mit. Machen wir das besser so. Achso, wenn ich die Wand werfe, passiert nichts, weil ich nicht genug Kraft habe oder was. Ist ja auch Rilleratte. So. Und wir müssen in dieser Dungeon die Melody Troller steuern mit der Sonate des Puppenspielers. Das ist ganz easy. Naja, ganz easy, bis ich alles rausgefunden hatte. Letzte Folge, wie das alles funktioniert. Wir reden nicht mehr drüber. Wir machen den Mantel des Schweigens drüber. Alles klar, wie soll das funktionieren? Ah, ich habe eine wundervolle Idee. Deswegen kommen diese Steindinger wieder. Okay, da muss ich aber erstmal. Hier, komm mal mit. So, danke. Genau. So kannst du dich mal bitte zu Stein. Ha! Der hätte mich erwischt! Lappen! Nein. Nein, darauf. Dankeschön. So, dich muss ich ja leider mitnehmen. So. Verliert. Nein, nein, die werden wieder normal. Scheiße. Der wird auch wieder normal. Ja, ja, komm her. Dankeschön. So. Jetzt aber schnell. So. Dankeschön für die Dummheit. So. Und damit müssen wir wieder schnell hier hochkommen. War das Schalter? So, weiter geht's. Ah, das ist halt dieser komische Bodenschatten da. Ich will nicht wissen. Wow, was ist das? Warte! Der wirft meine Pfeile zurück. Kann ich das bekämpfen? Nur mit Licht? Und jetzt? Ist nicht seine Wahrheit, ist. Ist der Drecksack. Na, warte ab, du. Warte ab, du. Dir zeige ich's. Schön ignorieren. Die hat die. Kann man die überhaupt bekämpfen? So. Entschuldigung, ich wurde kurz abgelenkt. So. Wow! Der hatte mich schon wieder. Meine Nase, ey. Mit Pfeilen, ja. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, okay. Doch, da einfach mal schieben. Sehr schön. Das O?
Wieso kriege ich das nicht weggeschoben? Was ist denn hier los? Oh, ah, nichts. Na gut, das sagt mir bestimmt wieder, dass ich hier toller steuern soll. Mitkommen. Und... muss ich... okay. Was ist das hier oben? Komme ich da... da komme ich nie ran. Ah, damit mache ich die Steine kaputt. Sehr gut. Sehr gut zu wissen. Damit kann ich bestimmt den da auch kaputt machen. Die ganzen Gegenstände hier mögen anscheinend kein Licht, wie ich sehe. Und hier, der Kleine liegt da schön fleißig am... was auch immer der da pantomimäßig macht. So. Dankeschön. Ich übernehme dann wieder. Haben wir das aktiviert? Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nee, machen wir erstmal das. Gibt's eine Tour als Belohnung? Für dieses wundervollen Warclip-Skill gibt's eine Tour. Hey, pass mit dem Licht auf, du. Ist die gerade zur Seite gelaufen? Seit wann kann die denn von alleine laufen? Es werden doch noch Träume wahr. Ich würde mal sagen, easy, ne? Nichts leichter als das. So, guck mal. Muss ich dich mit hochnehmen? Oh, danke. Ja, guck nicht so. Was gibt's hier Schönes? Kompass, oder? Jetzt kommt der Kompass. Tadadada, der Kompass! Was denn jetzt schon wieder? Wockel, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Solltest du Medoli in dem großen Tempel mal verlieren, sieh dann alle Ruhe die Labyrinthkarte an. Dann weißt du sofort, wo sich Melody befindet. Schön! Ich habe aber nicht vor, sie zu verlieren, weil das macht alles nur schwerer. Und tausend bei Notar laufen wollen wir ja auch nicht. Haben wir schon in der letzten Folge noch gemacht. So. Sicherheit mit dir. Ey! Alter Junge. Jetzt reicht's aber hier. Was haben wir denn hier schon wieder? Oh. Was sind denn das für Dinger? Was ist das denn? Hey! Hey! Oh Gott, guck dir mal, der dreht durch! Er dreht durch! Ich kann ihn nicht steuern! Oh Gott, geh weg, geh weg! Ich hab keine Lust mehr, die sind gemein, die Dinger! Ich will nicht! Das möchte ich aber haben. Geh weg, sag ich dir. Geh weg! Hab ich so... geh weg! Nein, 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 nein! Geh weg, 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 geh weg! Weg, weg! Nein. Geh weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. So. Ich glaube, ich muss die Troller hier steuern. So, flieg darüber. Du sollst da rüberfliegen, bitte. So, dann machen wir jetzt das Zeug hier kaputt. Können wir den auch anstrahlen hier? Was ist ein Weg, weiter? Weg, genau. Und jetzt? Hoppelt er da rum oder was? Jetzt hat er das gleiche, was ich vorher hatte. Gar nicht so leicht zu steuern, Leute. Ist das da drunter auch noch kaputt worden? Ne, das sind...
Hier war doch nur irgendwas zum Strahlen. Na ja, gut. So, hier rauf. Da war dann noch an der Wand was zum Strahlen, ne? Tada, Glücksamulett. Das bringt mich hier aber nicht weiter. Was kann man kaputt machen? Warum leuchtet das? Oder muss ich das Lied spielen? Ach so, das ist... Oh Gott, bin ich doof. Ach, da muss man wahrscheinlich doppelt... Okay. Ja, geh mal aus. Nein, die Troller geht nicht von der Leute hoch. Geht die auch in ihn rein? Nö. Haha. Lappen. So, jetzt sind wir schon wieder an der Stelle, wo ich nicht weiter weiß. Aber ist nicht so schlimm. Überlegen wir kurz. So. Warum kommt Link hier rauf? Wahrscheinlich muss der dann hier rüber strahlen und sie muss dann dahin strahlen, aber das geht ja nicht, weil ich ja davon fest ausgehe, dass wir den Spiegelschild kriegen. Dieser Dungeon, ja, dann kommen wir hier nicht weiter, aber gab's da noch einen anderen Ausweg? Das Spiegelschild wäre alles jetzt so viel einfacher. Hier haben wir doch schon alles und auf der anderen Seite kommen wir auch nicht weiter. Ich bin verwirrt. Verwirrt schon wieder. Verwirrt. So, warte mal. Haben wir vielleicht einen Raum übersehen? Ah, da gibt's zwei Räume. Da waren zwei Räume, wo wir gar nicht waren. Dann gehen wir wieder zurück. So, komm. Nee, hier sind wir ja. Quatsch, da zieh ich denn da? So. Lass uns mal bitte kurz in Ruhe. Danke. So, einmal geht's nach da weiter. Geh weg. Nee, nicht hier. Da. Wie kriege ich das weg? Wenn ich alle Bösewichte weggekriegt habe? Ich glaube, wir haben schon fast alles durch. Oh, jetzt hat er uns da toll. Jetzt drehen wir wieder ein bisschen durch. Ja, komm. Wir warten eine Weile. Das dauert ja einen Moment. Sehen wir ein bisschen zu, wie er durchdreht. Ist nicht so weiter schlimm. So, bist du jetzt damit besiegt? Na gut, einfach mal auf die Karte schauen und dann funktioniert das schon. Haben wir noch einen Schlüssel? Nee, haben wir nicht. Geil. Dann, ja. Nehmen wir sie mal vorsichtshalber wieder mit. Ach komm, Mädchen. So. Da haben wir jetzt hier schönet. Bleib mal hier oben. Jetzt muss ich bestimmt kämpfen. Ja, aber klar. Was ist das? Das sind diese Mumien von Ocarina of Time. Geh. Hinter den. Nein! Oh Gott, sind die scheiß hässlich. Hab ich easy. Stehen die wieder auf oder was? Ne, ich wollte gerade sagen. Bei Ocarina of Time konntest du sie nicht besiegen. Von hinten. Was? Da sind mehrere jetzt. So ein Dreck. Nein, das ist die nächste. Oh Gott, jetzt bin ich in der Schleife drinne. Dahin. Dahin, und jetzt klammern die an mir.
Oh nein, 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 jetzt habe ich ein Problem. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ach scheiße, da komme ich. Kann ich die mit Pfeil töten? Von Weitem? Ich hoffe doch. Die bewegen sich gerade nicht. So. Gott. Komm ich da ran? Alter! Den mach ich auch zu Eis, so. Na, hä? Ich hatte doch den, der war doch in Eis. Das verstehe ich jetzt nicht. Dann eben so. So Dreckscheiß, ey. Entschuldigung, dass ich immer so viel fluche, aber es ist einfach, ich verstehe das nicht. Ja, danke, dass ich jetzt runterkam. Ganz toll gemacht. So, was ist hier drin? Nichts. Ein Schlüssel, yo. Ta-da-da. Oh, meine Nase läuft schon wieder, ey. Kaum Aufnahme. Es ist immer das Gleiche. Kaum mache ich eine Aufnahme, spinnt meine Nase rum. Schnuppeln und so weiter. Wie will mich mein Körper ärgern, glaube ich. So. Dann, das sieht nach einem Halbboss aus. Zwischenboss. Geil. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und es ist finster. Es ist finster. Nicht mehr. Jo, wen haben wir denn hier? Der hat ja einen unförmigen Körper. Aber ich denke, oh Gott. Ach, der dreht sich so. Klärchen. Können wir jetzt ran? Alter Junge, der zockt ganz schön rum hier. Geh weg hier. So, war es das schon? Und jetzt kommt der nächste. Das ist dein Bruder. Dann ran da. Und die Schwester auch noch. Die ganze Familie. Kein Ding. Kriegen wir hin. So. Erstmal das hier holt. So, jetzt ist das ein Zwischengegner, ja? In der nächsten Dungeon ist es ein normaler Gegner, wird wahr? So. Kein Problem. Rotzen wir jetzt weg. Klappt nicht. Chance nutzen. Jawohl, aber easy. Und es hüpft auch noch das Mistvieh. Bleib schön da, wo du bist. Hä? Was denn jetzt? Warum? Warum hat er sich wieder zusammengesetzt? Okay, der nichts sagt. Du kannst ja gar nicht erst versuchen, Peter. So, den haben wir. Die Schwester haben wir. So noch der Bruder dran. Ne? Welches Tier wart ihr denn früher mal? Egal, wurscht drauf. Hey, 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 hey. So. Nichts leichter als das. Ich wollte schon wieder zusammensetzen, oder was hier? Tadada, wenn da jetzt nicht der Spiegelschild drin ist. Fress ich. Live. Ich nehme das auf. Besen. Tadada, und das ist der Spiegelschild, wie ich gesagt habe. Du hast den Spiegelschild gefunden. Mit ihm kannst du wohl Licht bündeln und reflektieren. Drückst du ZR, hältst du ihn vor dich. Mit Hilfe von L bestimmst du die Richtung, in der dein Lichtstrahl reflektieren sein soll. Easy. Ja, das ist doch mal ein geiles Stück. Und ich würde mal sagen, damit beenden wir diese Folge auch für heute und machen genau an dieser Stelle weiter. Freut euch drauf, vielleicht machen wir in der nächsten Folge schon den Endboss fertig. Ich will es doch hoffen. Also, bis dann. Ciao.